Und das war die Werbung. Jetzt geht's wieder mit richtiger Qualität das weiter. Aus Italien, Filippo. Tja. Irgendwas macht der falsch. Möcht wissen was? Auf dem Weg zum Ring. Er stammt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 98 Kilogramm. Hier ist Hector. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Spaß mit Flaggen. Du hast jetzt nicht wirklich Hector mit einem gewissen Herrn Cooper, Sheldon, verglichen. Nein, habe ich nicht. Nur die Flagge. Was will uns die Flagge sagen? Die Flagge will uns... Was? Wie in der Schule, was will uns der Künstler damit sagen? Ne? Das frage ich mich seit Monaten. Ja. Und sein Gegner. Allein dieser Kontrast in der Musik. Er kommt aus Deutschland, ist 1,80 Meter groß und wiegt 80 Kilogramm. Unser Highflyer, hier ist Tommy Blue Eyes. Es könnte eins der verbissensten Deadline-Vorrunden-Matches dieses Abends werden. Tommy Blue Eyes gegen Hector und ihr habt es im Intro zur Show gesehen. Hector hat Tommy so lange provoziert, bis der einfach nur noch komplett durchgedreht und auf ihn losgegangen ist. Und ich glaube... Es wird gleich zurückgezahlt. Also, und da lassen wir uns nicht davon beirren, das Zeitlimit läuft 10 Minuten laufen. Auch wenn Hector hier ja etwas unfair das Match unter seinen Bedingungen beginnt, aber das büßt er gleich. Ich wollte sagen, da hat Tommy auch gleich ein Mittel gefunden. Die kennen sich ja auch schon seit Jahren. Schön gemacht. Und das geht hier also Schlag auf Schlag. Wheelbarrow Facebuster. Wunderschön. Und Tommy nimmt hier Anlauf zu seinem Springboard Dropkick. Also, so, 30 Sekunden sind um. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, also das könnte etwas sehr was. Oh, wow. Wunderschön abgefangen. Und da setzt Tommy ein Zeichen. Und was man nicht vergessen darf, der Mann ist ehemaliger NEW World Heavyweight Champion. Richtig. Und liebe Fans, wenn ihr das auch live erleben wollt, sichert euch die Tickets unter nw-wrestling.de, wie gerade eingeblendet. Du sagst ja, ich soll mir auf sowas eingehen. Wunderschön. Ne? Ich sehe, du lernst, Milos. Ja, ich kann sowas. Tommy lernt auch, geht hier aus dem Weg. Oh. Wunderschön gemacht. Fast eine Variante vom 619 hier nach draußen. Oh, da kriegt er gleich den Stiefel. Aber Vollgas in die Fresse. Oh, oh. Aber zahlt's gleich wieder zurück, ja, okay? Es wird fröhlich und was? Nein. Oh, Gott. Das war's. Das ist... Au! Ach, nochmal Zeitlupe, oh Gott. Guck dir den Aufprall an! Ah, Vollgas und... Cover! Filippo zählt, aber Tommy kommt raus. Ich glaube, da ist Hector einigermaßen überrascht nach der Aktion. Und wir sagen das immer wieder, aber das war der Apron. Das war mit die härteste Stelle des Rings. Also da ist kein Polster oder was auch immer. Das ist nicht mit die härteste Stelle, das ist die härteste Stelle. Ja, bis auf den Ringpfosten, der ist aus Stahl. Ja, Scheißerle. Snap-Suplex von Hector ins Cover. Tommy kommt raus. Milos hat es gerade angesprochen. Wenn ihr live in der Halle dabei sein wollt, diese Atmosphäre voll inhalieren wollt, sichert euch Tickets auf nw-wrestling.de. Die nächsten Shows, die nächsten Aufzeichnungen. Am 7. September geht's in die NEW Snake Pit und wir entscheiden, wer in den Main Event von Hochexplosiv kommt. Und wenn wir gerade davon reden, können wir auch schon mal sagen, Hochexplosiv 9. Auch wenn es die 9 ist, es ist der 10. Geburtstag der NEW dieses Jahr. Am 5. Oktober, die größte Show des Jahres. Seid dabei und guckt euch an, ob sich Tommy davon wiederholt hat. Cover, wieder nur bis 2.
Aber man muss es verlassen. Hector, er geht Vollgas. Also beide gehen ja heute wirklich. Das ist ein Match an. Es geht hier nicht nur um die Qualifikation fürs Ladder-Match. Es geht hier um so viel mehr. Ja, aber das ist. Beide holen hier wirklich fast alles aus sich raus. Also beide sind mit einer Intensität dabei, wie man sie zwar kennt, aber das, was die sich heute gegenseitig an den Kopf schmeißen, muss man fast sagen. Ist ja fast an. Oh! Doch! Der hat ihn fast geköpft! Und wieder nur bis zwei. Und da hätte ich jetzt gern nochmal ein Replay von dem Kick. Das. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es kriegen. Bildregie mag mich momentan nicht. Nee, aber das war. Alter, ist ja. Oh. Aber es ist, was ich gesagt habe. Beide, die gehen Vollgas rein. Hector, er hat ja, wie du gesagt hast, Tommy fast geköpft. Die haben jetzt noch 6 Minuten und ich weiß nicht, ob das Match wirklich über die ganzen 10 Minuten laufen wird. Also ich glaube, wenn es nach den Fans geht, schon. Ja. Und ich habe, ich sage mal, aus der Geschichte, Tommy ist ein Cover. Wir wissen ja, Tommy kann verdammt viel einstecken. Also und ich bin mir nicht sicher, dass diese, also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass dieses Match durch die Fans entschieden wird. Ja, ich wollte gerade sagen, von den Zuschauern entschieden wird, weil das Cover, das war so ein bisschen wie mein Abendessen gestern, das war Lachs. Ich glaube, wir sollten da heute diese Essensanspielungen lassen. Hast du Hunger? Ja, sowieso. Okay. Was meinst du, wieso? Oh, harter Big Boot von Hector. Tommy geht zu Boden, sofort wieder ins Cover. Ah, oh, das dachte ich jetzt, aber das war's. Ich habe auch gerade kurz gedacht, da hat Hector ja wirklich sein gesamtes Gewicht auf Tommys Brust verlagert. Er hat das Bein richtig hart angezogen. Und du siehst die Erfahrung dieser beiden Wrestler. Was ist jetzt? Ah ja, alles klar. Also liebe Fans, vielleicht ein Grund, doch nicht live in den NEW Hotspot zu kommen. Nein, live schon, aber pisst nicht Hector ans Bein. Nein, das gibt hässliche Flecken. Es gibt Menschen, die willst du nicht anpissen. Und Hector ist einer davon. Ja. Was, ich traue ihm das zu. Ja, ja, absolut, ja. Ich habe gehört, er hat Kontakte zur Polizei. Aber kommen wir wieder zurück aufs Match. Du siehst. 4,5 Minuten haben wir noch. Und der Versuch eines Superflex geht mal sowas von in die Hose. Aber klasse Aktion von Tommy, muss ich sagen. Also ja, vor allem in der Situation da oben. Und jetzt Tommy mit dem Ansatz zum Out of the Blue. Wo er sich. Nein, sollte ein Crossbody werden, aber der geht ins Leere. Blau trifft auf Rot. Ja. Gibt Lila. Ja, kommt drauf an. 4 Minuten noch auf der Uhr, aber du siehst die Erfahrung dieser beiden Athleten, die waren beide schon in zahlreichen Escape to Destiny Ladder Matches durchaus und natürlich auch in Deadline Qualifikationsmatches und die wissen, es geht hier um die Zeit, es geht um Effizienz, es geht darum, seinen Gegner möglichst schnell hier fertig zu machen, deswegen auch von Anbeginn, ich erinnere dich nochmal an diese ersten 30 Sekunden, es ging hier von Anbeginn nur darum, einfach dieses Match zu beenden. Richtig, aber du siehst es, erst bei 7 sind beide Kämpfer wieder gestanden. Das heißt, die haben sich jetzt hier. Das Zwiebel. Liebe Fans auf Rocket Beans TV, da drauf gibt es einen extra. So, und wir kommen jetzt langsam in eine Region, wo es zeitkritisch wird. Wir haben gleich nur noch 3 Minuten da oben stehen. Richtig, aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ich sagen wollte. Ja, hast du noch 3 Minuten. Du hast gesehen. Hector und Tommy sind erst bei 7 aufgestanden. Das zeigt, wie hart die beiden dieses Match kämpfen, wie stark sie sich beanspruchen. Das ist nicht nur einfach nur ein Sieg. Es geht hier um so viel mehr und beide geben gerade in diesem Match wirklich alles. Ja, und ihr habt es gerade in der anderen Kameraeinstellung gesehen. Natürlich wird auch in der Halle oben auf dem großen Screen immer mal wieder die Uhr eingeblendet. Das heißt, die Wrestler, wenn sie denn mal nach oben gucken, wissen immer ungefähr, wo sie stehen in diesem Match. Milos, ist mit deinem Mikro alles okay? Ja, ich hatte es kurz weggestoßen, deswegen. Mach doch sowas nicht. Ja. Oh, okay. Das war neu. Also die Jungs packen hier heute Sachen aus, es ist ja Wahnsinn. Tilt aber, Herz ist ein DDT.
heftige Landung für Hector. Und das, aber das ist diese Erfahrung und dieser Überlebensinstinkt von Hector. Er weiß, was er machen muss. Er nimmt sich für... Oh. Suicide Dive trifft Hector, der geht zu Boden. Aber so kannst du kein Match entscheiden, Junge. Nicht reden, machen. Es sind noch fast 2 Minuten. Aber, boah. Ja, nur noch 2 Minuten. Ja, richtig. Also da konnte sich Hector nicht gegen die volle Wucht von Tommy erwehren, wollte ihn da abfangen, ist aber trotzdem zu Boden gegangen. Tommy auf dem Top Rope, rutscht da ab, Hector nutzt das, oh, was für ein Superplex und geht da gleich nochmal weiter. Oh. Dachte ich erst, es wird ein Vertical Suplex, aber doch ein German Suplex hinterher. Deadlift German Suplex, aber nur bis 2, was für eine Sequenz war das denn? Irre, irre. Also was die sich jetzt wirklich gegenseitig antun, ist ja krank eigentlich fast schon. Ja, aber das geht nicht anders. Wir haben noch 70 Sekunden und dann ist dieses Match vorbei. Und ich möchte mich gerade nicht festlegen, wer dann von den Fans weitergevotet wird. Letzte Minute läuft. Oh, jetzt hat Tommy in der Position zum 619. Zieht ihn voll durch. Ja, der Anruf wurde weiter verbunden. Ja. Und jetzt guckt ihr das an. Oh. Ins Kamera, aber was zur Hölle. Bis 2, was ist das denn für ein Match? Und wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, Mike hat es auch gerade gesagt, noch knapp 30 Sekunden. Tommy out of the blue, aber fast was Falsches gesagt. Hector kann er ausweichen. Big Boot. Was kommt jetzt? Ansatz zur Powerbomb und die geht durch. Kava und das war's. Wahnsinn. 15 und hier Sekunden ist der vor Schluss. Sieg. Und damit qualifiziert für das Escape to Destiny Ladder Match. Hector! Irre, also was? Das war ja äußerst knapp. Was für ein pervers geiles Match. Entschuldigung. Ich musste nicht vielleicht tun, im Gegenteil. Stimme ich dir vollkommen zu. Hector steht im Escape to Destiny Ladder Match und kämpft im Main Event später in der Show um den Deadline-Koffer. Das könnte der Weg zurück in die Erfolgsspur sein. Ihr kennt uns von Rocket Beans TV. Jetzt könnt ihr live dabei sein. Wer gewinnt die Snake Pit und steht im Main Event von Hochexplosiv? Erlebt es live am 7. September bei NEW Snake Pit in Hessdorf bei Erlangen. Tickets und Infos auf nw-wrestling.de. Das folgende Match ist ein Deadline Qualifier Match. Mein Name ist Daniel Kotzenu. Referee Lukas. Auf den Weg zum Ring. Oh, Milos, ich bin zusammengezuckt. Ja. Der schon wieder. Immerhin, wir können jetzt frei kommentieren. Wir können frei kommentieren. Er guckt nicht mehr. Er guckt nicht, er kann uns nicht hören. Er kann nicht eingreifen, das ist sehr völlig schön. Egal. Endlich mal Ruhe. Ja, ja. Du musst beobachten, wenn der auf dem Parkplatz, wir haben ja öfter mal Gäste aus England, wenn der auf dem Parkplatz an dem Auto vorbeiläuft und GB draufsteht. Ja, da zuckt er immer so komisch. Ja, da zuckt er immer so komisch. Der denkt, das heißt Kriminalpolizei. Hier ist Time Mudo! Und er synchronisiert sich selbst. Ich glaube, da geht ihm einer ab. Kannst du schon haben, ja. Kannst du schon haben. Ich find's eigentlich immer ganz, ich sag mal, wenn ich dann die Rocket Beans Chat immer lese oder Screenshots kriege davon, wenn dann immer Fans schreiben, das ist Fast Time Udo, da bin ich immer, ich weiß nicht, dass... Was macht der denn? Ja, der kann schon rausgehen. Der kommt wieder. Ja, kommt wieder. Und wie gesagt, ich finde das immer ganz lustig, wenn die Fans immer so Udo sagen oder irgendwie auch kreative Namen erfinden. Es wundert mich eigentlich, dass er heute zum Matchbeginn überhaupt nicht den Rocket Beans Chat beleidigt hat. Ich meine, die sind ja nicht immer unbedingt schmeichelhaft zu ihm. Kannst du es ihm verübeln? Nö. Ja, so. Aber sagen wir es mal so, er vergisst ja schon Namen von Gegnern oder von anderen Wrestlern, also von dem her, ob er weiß, wer jetzt kommt.
Er stammt aus Deutschland, ist 1,76 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Er war Finalist beim WWE Trial Germany. Hier ist Marius Alani. Ja, früher war er der Ninja, mittlerweile ist er der Body. Sag was, Mirosch, aus der Nummer komme ich nie raus. Ich meine, er hat schon einen beeindruckenden Körperbau, muss man lassen. Ich, ja, mein, ja, ich muss sagen, ich bin ja begeistert, ich bin ja Fan seiner Tattoos, aber ich glaube, in Japan hat er Probleme, wenn er damit rumläuft. Ist das so? Ja, die haben so ein Problem mit Tattoos. Aha. Das ist aber auch so ein bisschen geschichtlich geschuldet, weil in Japan eher die Yakuza und die Gangster nur Tattoos tragen. Aber Tattoo kam doch aus Russland. Das war eine Girlband. Ach die, ja. Ja. Hat sich anders geschrieben. Ja, ich habe irgendwie den inneren Druck, dieses Match gut kommentieren zu müssen. Ich weiß nicht warum. Die 10 Minuten laufen und wir haben zwei absolute Kampfsportprofis. Du kannst es wirklich nicht anders sagen. Ja. Und weil wir gerade die YouTube-Einblendung nochmal hatten, wenn ihr sehen wollt, worin Fast Time Mudo nicht so gut ist wie im Kampfsport, nämlich im Reden, dann könnt ihr den kompletten Mudo-Log, den wir euch hier auf Rocket Beans heute Abend erspart haben, auf unserem YouTube-Kanal nochmal angucken. Und jetzt wollen wir mal hier, wie du richtig gesagt hast, auf das sehr interessante Match zu sprechen kommen. Das wirklich von zwei wirklich ausgesprochenen Kampfkunst-Profis geführt wird. Also wenn Fast Time Mudo mal eine Actionfigur kriegt, dann auf jeden Fall mit Kugelgelenk. Ja. Ja, der saß. Marius Alani war ja per Videobotschaft zugeschaltet letztes Mal. Ja. Nach dem Sieg von Fast Time Mudo und hat sich da sehr überraschend zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, ich komme und dann gucken wir mal, ne? Aber du hörst, die Fans sind gespaltener Meinung. Ja, einer ist für Mudo und der Rest für Alani. Schöner Such. Ja. Kleiner Workout mitten im Match, aber okay. Kann man mal machen. Aber ich glaube, das ist auch, was Marius Alani ausmacht. Er ist ständig, wenn du seine Trainingsvideos anschaust auf Instagram, der Kerl macht Workouts, die sind einfach Wahnsinn. Ah, harter Kick hier an die Brust. Marius Alani hat da versucht, noch ein bisschen zu blocken, aber da hat er doch ziemlich viel abbekommen jetzt. Ja, da muss man wieder sagen, das hat einen Grund, warum Fast Time Mudo Schnauze, wie auch immer, die härtesten Kicks im Business hat. Hm. Aber bei den Oberarmen hapert es ein bisschen, habe ich das Gefühl hier. Ja. Marius Alani klammert sich da am Seil fest und jetzt aber Double Underhook Suplex von Fast Time Mudo gegen Alani. Das war keine schöne Landung. Nein, freut auch Alani nicht und du siehst, er hält sich den Oberarm. Er hat zwar recht, er ist der Champion und Mudo und Alani der Gast, aber ja, heißt nicht immer, der Gast ist König? Ja, eben. Ja, dann ist Mudo Kaiser, naja. Nein, Herr Kaiser ist, Herr Kaiser macht das nicht mehr. Macht er nicht mehr? Nein. Nein. Wie komme ich jetzt da drauf? Weiß ich nicht. Schöner Dropkick von Mudo in die Ringecke. Marius Alani hängt da in letzter Zeit ein bisschen oft in den Ringecken fest. Lässt sich da von Mudo ein bisschen dominieren. Schickt ihn jetzt aber übers Top Rope. Aber was für ein Headkick hinterher. Ja, ich Und guckt er das an. Springboard gegen Marius Alani. In anderen Ligen wäre das die Entscheidung. Also hier geht's bis zwei. Also ich muss sagen, ich bin dann doch beeindruckt. Wunderschön. Mensch, er hat fast den Koffer schon holen können. Ja, viel hat nicht gefehlt. Aber ich muss sagen, ich bin doch beeindruckt von Mudo, also davon nicht. Ja, wie gut er hier gerade Alani zu schaffen macht. Ah, und jetzt kommt wieder dieser Elbow Drop in den Nacken. Und das sieht immer so unglaublich schmerzhaft aus. Ich frage mich, ob es das auch ist. Es ist, schau doch mal an. Vermutlich schon. Mudo hat jetzt über 4 Minuten fast dominiert und mit 2 Moves ist Marius Alani fast wieder zurück. Das nennt man Effizienz, Milo. Spaß für eine Clothesline. Sag ich doch. Cover.
aber nur bis 2. Okay, das wäre jetzt echt beeindruckend gewesen, wenn es jetzt vorbei gewesen wäre. Das wäre überraschend gewesen. Das sowieso. Harter Vorarm gegen Mudu. Alani kämpft sich zurück in dieses Match. Ich glaube, das war ein Uppercut. Wir gucken uns dann später nochmal ein Replay an. Ja. Ja. Seit wann diskutierst du über Moves mit mir? Sunset Flip, Kip Up. Oh! Und diese Aktion. Sofort der Suplex hinterher. Da presst Fast Time Mudu die Luft aus den Lungen. Ich muss sagen, dieser Kip-Up von Alani, jedes Mal, wenn er den bringt, da bin ich begeistert. Also das ist wirklich ein echt geiler Move. Alani lauert. Aber Mudu sieht ihn kommen und guck dir das an. Was zum... Ein Roller, nein. Kip-Up. Schön. Headkick in halber Höhe, Cover. Aber wieder nur bis 2. Wir haben Bergfest. Wir sind in den zweiten 5 Minuten dieses Matches. Und also, jetzt hatten wir schon heute Abend ein paar geile Matches, aber das wird ja immer besser hier. Das wird ja immer besser. Also, das ist ja Wahnsinn. Also. Alani kommt ein bisschen ungestüm angeflogen, verheddert sich da in der Ringecke. Ja, ja, und Mudu nimmt sich da sehr viel Zeit. Ich wollte sagen, der müsste jetzt nachsetzen. Ja, ja. Und, jetzt nimmt er ihn in den Armbar. Kann er diesen Armbar durchziehen oder? Naja, Mario Alani hakt da die Hände ein. Was? Das wird schwierig. Oh. Ist das nicht das der... Das ist der Sensei-Choke, ja. Aber da liegt Fast Time Mudu eigentlich auf den Schultern, wenn ich das richtig sehe. Er müsste... Ja, aber der Referee sieht das. Ja, da müssen wir uns jetzt auf den Referee verlassen. Und das stimmt schon. Die linke Schulter ist nicht am Boden. Alani kämpft sich hoch. Ah, nee, schafft er nicht. Aber. Wie du gesagt hast. Ja, das ist echt ein irrer Kampf, muss ich sagen. Also das ist wirklich. Es war jetzt eine große Kraftanstrengung, die Mario Alani da gebraucht hat, um wieder rauszukommen. Absolut, absolut. Und du siehst es, beide Kämpfer sind jetzt am Boden. 3 Minuten 20 noch auf der Uhr. Und wir sind schon bei 5. Also, vom Zählen her. Ach so, ich wusste kurz nicht, was du meinst. Ja, der Ref zählt. Und wir sind eigentlich bei Hestorf, aber... Und... Ah, da siehst du, wie hart die beiden kämpfen. Bei 9 sind sie erst aufgestanden. Das zeigt, wie verbissen kommen die Legkicks. Und das ist einfach diese MMA-Erfahrung, die Fast Time Mudu zum Teil auch hat. Du kannst mit solchen Legkicks... Ich dachte, Mario Alani hat MMA-Erfahrung. Naja, also geht alles fließend ineinander über. Ja, gut. Ich sag mal, 4 Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft der Kampfkünste, da muss ja irgendwas dahinter stecken, ne? Ja, doch. Die kriegt man ja nicht fürs gute Aussehen und Fast Time Mudu sowieso nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich bin deiner Meinung. 2,5 Minuten noch auf der Uhr und im Moment kann ich nicht sagen, wer dieses Match für sich entscheiden könnte. Back Elbow und jetzt kommen hier die Chops, die Kicks von Fast Time. Leg Sweep. Man muss sie nicht mögen, aber das kann er wirklich. Ja, er hat perfekt. Hast du gehört, er hat einen neuen Nachnamen. Fast Time Mudu Leg Sweep. Aber ja, das fast schon genervt, wie Alani da einfach dieses, ja... Aber das war jetzt auch kein wirkliches Cover. Der ist vor allem gekniet, da haben wir einfach in die Hände draufgelegt. War so der Mut der Verzweiflung. Und wir haben noch 2 Minuten. Ich glaube, das war eher Arroganz von Mudu. Ein bisschen von beidem. Best of both worlds. Hab gehört, er ist großer Hannah Montana-Fan. Deswegen hartes die Matte. Knie hier. Was? Deswegen die Matte? Ja, sowieso. Ah. Privat trägt er sie blond. Ach so. Vorarm von Alani gegen Fast Time Mudu und beide sind angeschlagen. Beide sind, die laufen auf Reserve hier. Ich wollte gerade sagen, da ist schon 90 Sekunden was noch. Kommt jetzt? Da bremst er Alani aus. Also das hat Mudu wirklich, muss man lassen, perfekt gesehen. Mit einem umstritten tiefen Tritt. Er hat den Oberschenkel erwischt. Ah, ja. Also er hat Alani sehr gut ausgebremst. Jetzt Alani mit dem Konter Suplex gegen kann aber nicht sofort nachsetzen. Kava. Wieder. Wow.
hält hier der Stein fest. Es wird ein Ankle Lock. 60 Sekunden noch. Oh, jetzt wird es langsam kurz. Mudo rollt durch, versucht sich hier zu befreien. Tritt ihm auch voll ins Gesicht. Und Sensei Joe. Und da versucht er jetzt noch irgendwie den Arm festzuhalten, dass er da nicht einhaken kann. Aber Marius Alani kommt da wieder raus. Und jetzt die dritte gegen den Arm, gegen den Hinterkopf von Mudo. Jetzt der Ankle Lock. 30 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt nimmt er ihn wieder in den Sensei Choke. Also und was der, zur Hölle? Jetzt hat er ihn aber. Und jetzt zählt der Referee. Was ist jetzt los? Moment. Da hat doch, Alani hat doch getappt. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, der Referee hat den Pin gezählt. Aber Alani hat doch getappt. Was macht und Filippo? Hier wird der Sieger und damit qualifiziert für das Escape to Destiny Ladder Match Marius Alani. Also Mike kündigt Marius Alani als Sieger an. Aber da bin ich. Ich möchte mich jetzt gerade nicht festlegen. Wir sehen es hier nochmal. Und da klopft Alani von Freakout eigentlich ab. Also eigentlich aber das gleichzeitig. Eigentlich hat es der Referee nicht gesehen. Referees geklärt werden muss, wer tatsächlich dieses Match gewonnen hat. Also es war jetzt auch aus dem Kamerawinkel schwierig zu erkennen, wann er tatsächlich getappt hat. Ich hätte gesagt, gleichzeitig. Du hast in die Hand gelegt, Bewegung, aber das kannst du nicht. Durch Pin gewonnen hätte. Also wir haben zwei Refs und zwei Meinungen. Das war doch mal eine Comedy-Show. Zwei Stühle, keine Meinung. Ja, das war was anderes. Ja. Aber auch Samstagnacht. Hey! Ja. So, trotzdem haben wir hier gerade. Wir bräuchten jetzt trotz aller jeder Spaßigkeit hier. Also die Bilder, da wir gerade beim Match zwischen Alani und Faster Mudo ein sehr kontroverses Ende gehabt haben, habe ich mir gerade das Videomaterial nochmal angesehen. Und da ich beide Athleten sehr respektiere, beschließe ich hiermit, dass beide Sportler in den Main Event einziehen werden. In das Escape to Destiny Ladder Match. Und liebe Fans, wir haben es von Alex Wright persönlich gehört. Beide Konkurrenten, also Marius Alani und Faster Mudo, sind im Escape to Destiny Ladder Match. Marius Alani! Der CEO und General Manager Alex Wright hat gesprochen und hat gesagt, beide Kämpfer kommen weiter. Ich fand die Formulierung aber interessant. Weil er beide Kämpfer respektiert. Gab es jetzt eine klare Entscheidung oder nicht? Ich würde sagen, Alex Wright hat die klare Entscheidung getroffen. Also sehr umstrittenes Finish mit einer sehr fanfreundlichen Entscheidung. Beide ziehen jetzt Escape to Destiny Ladder Match ein. Und ja, ich bin gespannt, was das wird heute im Main Event. Oh ja. Wir feiern 10 Jahre. Wir haben Justin Striker als offiziell gesetzten Kämpfer in diesem Ring. Wir haben Filippo, der mit der Zweitgarnitur von Justin Striker gerade die Ringseile trocken macht. Und wir haben. Ah, das hat jetzt aber gedauert. Und wir haben die nahezu komplette Korruptia wieder. Und sein Gegner. Und Boris hat gerade ein Fansplakat zerrissen. Das ist immer dieser eine Fan, ne? Franken, ist 1,78 Meter groß, wiegt 105 Kilogramm. Der Zugführer des Rambazamba Express. Das fränkische Urgestein. Hier ist Georg Schorschi Quersch. Im Rocket Beans Chat fliegen die Herzen wieder tief. Und Georg, die Bierkrüge. Und die Bierkrüge. Georg Schorschi Quersch ist Teil des Deadline-Turniers und kämpft in diesem Deadline-Qualifikationsmatch gegen Justin Striker. Das wisst ihr, wenn ihr die DVD guckt, das wisst ihr, wenn ihr die Vimeo-Version guckt, die ungekürzte, denn da wurde das alles schon ausführlich thematisiert.
in dem wunder hässlichen Talksegment Modulog, das ihr am Anfang der Show gesehen habt, wenn ihr eine dieser Versionen vorliegen habt. Wenn ihr es auf Rocket Beans haben wir es euch erspart. Auf Rocket Beans haben wir es euch gnädigerweise erspart, aber ihr könnt das gesamte Segment ungekürzt und ungeschnitten und unkommentiert auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal nochmal nachgucken, wenn ihr das denn wirklich möchtet. Wenn euch die Rasierklingen ausgegangen sind, ihr wollt euch irgendwie Schaden zufügen. Guckt's euch an. Ich lasse das jetzt so stehen, das passt. Generell, was macht Juri da? Generell tut euch einfach nichts an. Das ist uncool irgendwie. Überlasst das denen da. Hat Justin was in der Hose? Was? Ja, was in der Hose? Da ragt was aus seiner Hose. Ich weiß, ich gucke auf komische Stellen. Ach da. Nicht das, was du meinst. Ja, wenn du sowas sagst, gucke ich woanders hin. Das ist dein Problem, wenn du irgendwo hinguckst. Ja, und Filippo hat jetzt hier mal tatsächlich eine sympathische Entscheidung getroffen und hat Korruptia vom Ring verbannt. Okay, interessant. Goodbye. Schön, jetzt hätten wir die Musik für heute auch erledigt. Da haben wir den musikalischen Anspruch jetzt auch wieder erfüllt hier. Wir könnten uns ein paar Latexmasken überziehen, dann sind wir The Masked Singer. Endlich! So, liebe Freunde, davor mal wieder eine kleine Kulturstunde. Die Zeit läuft. Ihr habt es nämlich nötig und ihr solltet froh drüber sein. Die Zeit läuft. Heute aus dem Leben eines Taugenichts, Shoshi, dein Buch. Wer gibt dem Mikro? Ich scheine wohl vor Dinge und schaffe auf und ab. Die Zeit läuft! Was ist denn jetzt und los? Und ob das Herz zerspringe, ich grabe fort und singe und grab mir bald mein Grab. Liebe Fans, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Read-Off ausgeht, wrestling-infos.de. Wir haben die Action. Ja, und sie haben die Fakten. Ja. Was jetzt ist? Lesestunde von Shoshi. Es ist Abend. Justin hat schon seinen Schlafanzug angezogen, hat sich die Zähne geputzt und kommt zum Ring und liest dem Publikum eine gute Nachtgeschichte vor. Georg, das Publikum schaut sich verdutzt an, wenn das Publikum sich denkt, oh mein Gott, nein, nicht schon wieder, danke, hör auf. Georg übernimmt das Ruder und sagt, halt, stopp, Justin. Heute lese ich dir eine Geschichte vor. Justin sagt, sehr schön, gibt heute zwei Geschichten. Shoshi, liest du die erste vor, ich die zweite. Shoshi denkt sie meinetwegen, aber ich weiß nicht, was besser ist. Selber vorzulesen oder zuzuhören. Und als Shoshi diesen Gedanken laut ausspricht, wird ihm klar, er hat eigentlich gar keinen Bock auf die Geschichte von Justin und beendet diese Vorlesung mit den Worten, na dann, gute Nacht. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Justin hat sogar erstaunlicherweise Bitte gesagt zu Mike. Ah, verrückt. Ja. Das waren die spektakulärsten 2 Minuten, die ich in diesem Deadline-Turnier bislang gesehen habe. Dein Sarkasmus ist heute aber wieder mal riesig. Ich stelle mir gerade die Frage, wie Don Royd auf Fightbox das kommentieren wird. Ich freue mich schon für das arme Schwein, das die Übersetzung schreibt. Naja. Tja. Aber auf jeden Fall gibt es hier endlich Action in diesem Match. Und Shoshi hat eigentlich gut losgelegt, aber Justin hat ihn erstaunlich. Läuft einen Bulldog von Justin Striker rein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Justin Striker aktiv austeilen sehe. Ich wollte gerade sagen. Nur bis 2. Ja, das letzte Mal ist er irgendwie nur rumgeflogen. Ja, ich glaube, da hat er Flugstunde gebucht. Ja, ja. Das Einzige, was man nicht buchen kann in der Right Stuff Pro Wrestling School, prowrestlingschool.de, auch wenn es jetzt gerade nicht eingeblendet. Ich bin gerade erstaunt. Okay, davon nicht. Hat Justin gerade irgendwie so diese Basketballbewegung da zum Pop nachgemacht? Da kommt er doch gar nicht hoch.
Ja, das sowieso, aber was? Hallo? Fremdes Objekt, wo ist der Referee? Der Leg Sweep mit Schal, schlimm genug, dass er einen Schal trägt bei der Hitze. Kava nur bis zwei, Shorshi powert sich daraus. Powert, nicht bauert, liebe Fans. Ja, aber ich bin trotzdem irgendwie perplex, dass Justin Striker doch Shorshi in Bedrängnis bringt. Ja, das, also für das halbe Hemd, das ihn die meisten bezeichnen, stellt er sich gerade verdammt gut an. Ja, wir hatten schon vorher Probleme, ob wir das Match überhaupt senden dürfen, weil da ja ein Kind verprügelt wird. Ja, Jugendschutz nehmen wir ernst bei der NEW. Jugendschutz nehmen also wir ernst, auch wenn YouTube ab 18 ist. Ja, Ansatz, das können wir leider nicht kontrollieren. Zur Powerbomb gegen Justin Striker. Ah, da greift da Shorshi ins Gesicht. Und Kopfmassage. Cover. Wieder nur bis zwei. Das war gerade sehr erstaunlich, dass sich Justin Striker da aus dieser Powerbomb selbst befreit hat. Und ich bin gerade perplex, weil der Junge zeigt sogar wirklich richtig gute Aktionen. Ja, das ging jetzt aber irgendwie ein bisschen arg weit weg vom Äquator. Ja, ich wollte sagen in die Hose, aber okay. Lassen wir mal die Anspielung. Ja, lassen wir mal bitte. Sonst kommen wir hier heute noch in Schwierigkeiten. Okay, ich glaube. Guckt dem Duden nach, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das macht's aber nicht besser. Fans ganz klar auf der Seite von Georg Schorschi-Gleich und es ist bereits Halbzeit in diesem Deadline-Vorrunden-Match, auch wenn wir die ersten zwei Minuten hier nur gelesen haben. Ja. Schöner Belly-to-Belly-Suplex von Schorschi gegen Justin. Ja, da merkst du, dass Schorschi immer wieder doch jetzt wirklich Pump-Handle. Slap. Sehr schön, und die Fans sind zu Recht begeistert. Shorshi lauert auf dem zweiten Seil, könnte das Bier werden. Und der und das ist die Entscheidung, Kava. Nein, Justin Striker kommt raus. Hat wohl noch nicht genügend innere Verletzungen. Ich wollte sagen, der ist zäh, der kleine Bursche. Also, aber doch ziemlich durch den Wind, wie man gerade sieht. Ansatz zum Beerbreaker, aber Justin Striker kann kontern. Da wird er wieder abgefangen. Oh, Beerbreaker! Oh, schön, und das muss es gewesen sein. Jawohl. Ortshaftes. Und hier ist der Sieger. Und damit qualifiziert für das Escape to the Wrestling Ladder Match. Georg Shashi Quer! Ja, und hier nochmal. Schön gemacht. Ja, auch in unserer Bildregie, muss man an der Stelle mal sagen. Justin war so schwindelig, der wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, die Fans im Rocket Beans Chat freut. Georg Schorschig-Werch ist Teil des Escape to Destiny Ladder Matches und hat das in einer Rekordzeit von, wenn wir die Lesung mal wegnehmen, in 4 Minuten geschafft. Ich wollte sagen, ja, das war das schnellste Escape. Also, Escape to Destiny haben wir noch nicht. Komm, ja, das war das schnellste Deadline Qualifying Match heute. Ja, ja. Und Shorshi feiert mit Justin Stahl. Du sollst doch nicht so viel reden, Milos. Entschuldigung. Bin ruhig. Liebe Fans auf Rocket Beans TV, wir gehen in die Werbung und gleich geht's weiter mit der Action hier bei NEW Deadline.